drei Beispiele, die beweisen, dass Rockstar Games Spiele anders entwickelt. Selbst schon bei GTA 5 hat man in der Bewegungsanimation von den oberkörperfreien NPCs dort die Muskeln gesehen, wie diese sich anspannen. Ist mir nie richtig aufgefallen, sieht aber echt krass aus. Ein kleines Detail aus Red Dead Redemption 1. Wenn es dort regnet und ihr dann einfach mal die Kamera nach oben dreht, sodass ihr nach oben guckt, sieht man die Regentropfen so auf die Linse fallen. Irgendwie ein lustiges kleines Feature. Natürlich, wie könnte es anders sein? Wie auch schon bei GTA San Andreas ist es bei Red Dead Redemption 2 auch so. Wenn ihr als Arthur Morgan euren Look ändert, sprich den Bart wachsen lässt und ihn dann abrasiert, werden die Gangmitglieder darauf reagieren und Kommentare abgeben. Auf euer Äußeres. Wenn ihr die Haare kurz schneidet, dick seid, dünn seid, dreckig seid, die NPCs reagieren darauf.